man fühlt sich doch schon sehr verloren hier. Komm, wir trinken mal eine schöne Cola. Mein Gastwirt hat gesagt, die alte muss weg vom ganzen Winter, die bei ihm stand. Nächstes Jahr gehen die Türen wieder auf. Uns ja immer sehr, sehr begehrt. Viele von uns mögen ja nur frische Cola und vernachlässigen den Rest. Aber man sieht hier nochmal, Original-Taste Coca-Cola. Ein Jahr an Puyenbeck hier auf dem Container gereift. Wer uns das erzählt hätte vor einem Jahr, der hätte gelogen. Da hätten wir alle drüber gelacht. So, manche kennen es ja nicht anders. Die jetzt 30 Jahre sind, sind genauso alt wie der Bulli-Club. Die 20 sind, die kennen nur unser Eichhoek Open Air. Jedes Jahr hier, die sind damit groß geworden. Als kleine Kinder hier rumgespielt. Dann die erste Aufgabe, die man dann bekommt, ist, man darf die Mülltonnen an die Länderstände schieben. Und wenn man das dann mit Auszeichnung bestanden hat, dann darf man im Jahr drauf schon mal ein bisschen mehr machen. Träger fahren. Bauzäune aufbaut, Elektro, Wasser. Obwohl, Wasser ist so eine Sache. Wir haben ja nicht eine Wassercrew, wir haben einen Wassermann. Praktisch den Neptun der Wasserleute, unseren Hektor. Das ist, wenn man bei dem in der Crew mit drin ist, wer das schafft, der hat es wirklich geschafft. Hektor hat Atlantis gefunden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das wird auch irgendwo bei ihm noch eingelagert und das wird er im Winter wahrscheinlich nachpuzzeln. Von hier oben ist so eine schöne Aussicht, wenn man hier im vollen Festivalbetrieb runter gucken kann und dann so gucken kann, was die Leute so treiben und in viele glückliche Gesichter schaut. Und wenn hier unten dann unsere Jungs von der Getränkecrew mit dem Bier langschieben und echt unwahrscheinlich ist an diesem Abend leisten, genau wie alle anderen von allen Ständen, nicht nur unsere Crew, die Puyenbecker oder die Eichhoek Crew, sondern auch von den ganzen Länderständen. Und du hier stehst und du siehst denn hier, wie da Brasilien, wie der Qualm hochzieht, so über den Wald. Man riecht das ja nicht nur, man sieht das dann auch und ja, das ist so ein Gänsehautmoment. Und dann drehst du dich eben drüber hier, über alle Stände, überall sind sie, haben sie gute Laune, genießen diese Zeit hier mit uns zusammen. Und das ist schon geil, das ist schon was Besonderes für uns, denke ich mal. Ne? Vor 20 Jahren, ja, wir hatten ja Jubiläum gehabt. Die erste Band, da war die Bühne da drüben. Nicht mal ein Viertel von unserem Infield hatten wir da. Mit selbstgebauter Bühne aus alten Bohlen. Ein Zelt drüber gestülpt. Und dann, ja, das sollte das Eichhoek sein. Damit ist alles mal vor 20 Jahren gestartet. Ja, heute haben wir dann doch ein bisschen aufgerüstet. Heute ist es geil. Damals war auch eine super Zeit. Jede Zeit hat irgendwas Besonderes. Und nun startet 21 eben wieder eine neue Epoche mit neuen Ideen und neuen Sachen. Ich freue mich jetzt schon drauf, dass es wieder losgeht. Wenigstens die Gänseblümchen blühen. Wenn man das im Verhältnis hochrechnet, haben wir genauso viel Gänseblümchen wahrscheinlich hier, wie wir normal Zuschauer hätten. Also ist eigentlich jedes Gänseblümchen hier oben ein Foker. Wenn man das so sieht. Ja, Bernd, ich denke mal, ich habe noch 2-3 Minuten. Ich begebe mich dann zur Bühne langsam. Und warte dann darauf, dass Simon mir ein Handzeichen gibt. Ja, so wäre das jetzt ja im Normalfall. Warte da drauf, dass der Techniker mich auf die Bühne holt und ich dann das Go bekomme,
unsere Zuschauer, also euch, unsere Fans zu begrüßen. Denn steht man hier, ist ein bisschen oder ist doch extrem angespannt. Freut sich natürlich auch darauf, dass ihr aus ganz Deutschland und großen Teilen Europas hier angereist seid nach Polenberg. Und das ist für mich dann natürlich auch immer ein Highlight, euch hier begrüßen zu dürfen zu jedem Eilschok hier, kurz vor 6:30 immer oder kurz vor 18.30 Uhr. Und ja, das Irish Folk Open Air dann jedes Mal eröffnen zu dürfen. Ja, in diesem Jahr ist leider alles anders. Da kann keiner was für, außer dieses scheiß Virus auf gut Deutsch gesagt. Bis jetzt seid ihr Fans echt super einmalig. Also wir haben kaum Kartenrückläufer. Es ist immer noch eher eine größere Nachfrage an Karten, als was Karten zurückkommen. Dafür nochmal ein riesiges Dankeschön an unsere ganzen Irish Folk Fans hier. Jetzt ist natürlich alles, der Fokus darauf gerichtet auf 2021. Da freuen wir uns drauf. Ja, normal wäre hier vorne, würde der internationale Markt beginnen mit Frankreich und Jamaika. Nach Jamaika würde dann schon Schottland kommen, Russland und Holland und Schweden. Und hätten sich ja darauf eingestellt, dass ihr gleich an den internationalen Marktbuden vorbeigekommen wärt und euch da einzudecken mit Speis und Trank. Leider ist es in diesem Jahr nicht so. Hier vorne wäre unser großer Haupttresen gewesen, den wir dann mit leckerem Guinness und Kilkenny und Dithmarscher Bier bestückt hätten und allen anderen Leckereien. Die ganze Reihe da hinten lang wäre mit schicken, tollen Ständen aufgebaut gewesen. Kuba, Ungarn, Brasilien, Mexiko. Vom Haupteingang aus, wenn ihr reingekommen werdet, werdet ihr direkt auf unsere große Säule, das Kennzeichen hier, unser Irish Folk Open, erst drauf zugelaufen. Denn gleich am Eingang hätten euch die Gallier erwartet. Daneben unser schicker Irlandstand, der wieder besonders mit den Wasserfällen ins Auge gestochen hätte. Daneben wäre Deutschland gewesen mit ihrem schicken Reeperbahn-Style oder die Dänen mit ihren Hotdog-Ständern und natürlich Peru und die USA, die von unserer Feuerwehr präsentiert werden. Alle wären sie hier gewesen und hätten sich auch für jedes Jahr wieder die größte Mühe gegeben, um für euch hier das Beste rauszuholen. Wir haben viele Ideen gehabt, die wir jetzt auch in diesem Jahr hätten umsetzen können, um das 20-jährige Jubiläum mit euch dementsprechend zu feiern. Hier wäre Schweden, ja? Hier stehe ich eigentlich da, wo jeder von euch mindestens einmal pro Irish Folk hergehen muss, vor unserem WC-Bereich. Der ist auch dieses Jahr noch wunderbar begrünt, ohne Dixies. Ich gehe davon aus, dass ihr nächstes Jahr hoffentlich alle wieder besucht und auch alle wiederfinden werdet. Es nützen einem die besten Festivalflächen nichts, wenn das Wichtigste fehlt. Die Fans. Kein Event ist was ohne seine Fans. Ich konnte mir das schwer vorstellen, als die Absage kam. Und jetzt, wenn man hier steht, kann man sich das noch schlechter vorstellen. Ein bisschen was Positives. Wir haben die meisten Bands, wie ihr wahrscheinlich ja schon alle wisst, auch 2021 verpflichten können. Wir werden auch für euch nächstes Jahr früher öffnen. Wie viel wissen wir noch nicht. Damit ihr ein bisschen länger von dem Festival habt, damit ihr mehr von dem Festival habt. Und wir werden auch noch die ein oder andere Überraschung raushauen. Als Dankeschön, weil ihr einfach die Besten seid und uns in dieser Zeit so unterstützt habt und darauf verzichtet habt, die Karten zurückzugeben. Dafür nochmal ein riesen Dankeschön. Das 20. Open Air ist ausgefallen. Nächstes Jahr ist das 21. Aber trotzdem feiern wir auf dem 21. Irish Folk Open Air unser 20. Jubiläum. Nächstes Jahr um diese Zeit werden diese Campingflächen und Parkplatzflächen wieder belagert sein. Und der Duft von verbranntem Fleisch, angebranntem Brot, Bier und Schnaps wird wieder durch die Straße von Polenberg wehen. Und es wird wieder laut in Polenberg und nicht so bedrückend leise wie in diesem Jahr. Mein Kumpel Bernd hat gerade gesagt, dass ich ungefähr die gleiche Figur habe wie der größte Berg hier auf der Campingfläche. Im Profil gesehen, deswegen gibt es jetzt keine Profilaufnahmen von mir. Nur frontal und von hinten. So habe ich das nicht gesagt, aber wenn ich das so sagen sollte, würde ich sagen, wenn du eine Pflanze wärst, wärst du eine Hecke. Es ist tatsächlich so, dass alles auf dem Punkt bis jetzt fertig gewesen wäre. Alte Campingflächen gemäht, Infield gemäht, alles fertig, keiner krank,
keiner verletzt, außer unser Chef Elektriker, der hat einen Bandscheibenvorfall. Aber das hast man mit. Ach, das muss ich wahrscheinlich noch erwähnen. So wie es im Moment aussieht, ist auch das 21. Irish Folk Open Air ausverkauft, bevor der Vorverkauf angefangen ist. Hört sich gut an in der Statistik, hätte ich aber auch gerne anders gehabt, dass die Karten im freien Verkauf gewesen wären. Jetzt versiegeln wir, und wenn wir dann wieder aufmachen, dann geht's aber los hier. Ihr wisst gar nicht, wie sehr wir uns darauf freuen, euch hier am 12.06.2021 wiederzusehen. Wir sehen uns hier in Poyenberg.